ich bin Adriana und ich heiße dich herzlich willkommen zu deiner täglichen Yoga-Dehnroutine. Perfekt, um den Tag zu starten oder auch zu beenden oder auch nach einem Workout. Wir werden das Dehnen ins Zentrum stellen, das heißt, es wird weniger kräftigende Übungen geben, sondern eher viel im dehnenden Bereich, also viele dehnende Übungen. Ich werde dir immer Varianten an die Hand geben, das heißt, es ist für jeden geeignet. Such dir deine Variante aus, du solltest niemals Schmerzen haben und passt dir immer die Übungen an. Ich werde ohne Hilfsmittel arbeiten, das heißt, du brauchst nicht unbedingt etwas, aber falls du mit Blöcken arbeitest oder mit Kissen arbeiten möchtest, dann darfst du dir gerne Blöcke und Kissen bereitstellen. Stell dir gerne etwas Wasser bereit und wenn du bereit bist, dann darfst du deine Matte ausbreiten und bis gleich. Willkommen auf deiner Matte. Wir beginnen heute in der Haltung des Kindes. Das heißt, setz dich auf deine Fersen ab, lasse deine Beine geschlossen oder nimm sie gerne etwas weiter. Aber nur so weit, dass sich deine großen Zehen noch berühren. Und wandere mit deinen Armen, mit deinen Händen weit nach vorne. Zieh dich ganz lang und leg deine Stirn auf der Matte ab. Spür die Länge im Oberkörper. Atme tief ein und aus und zieh dich bei jeder Einatmung noch etwas mehr in die Länge. Spür die Dehnung in deinen Seiten, in deinem Oberkörper. Wir wollen gleich in unseren ersten herabschauenden Hund. Behalte dir dafür den Abstand zwischen Hände und Füße bei. Schiebe ganz langsam dein Gesäß Richtung Decke. Mach dich ganz lang im Oberkörper. Bring viel Kraft in Hände und Arme. Lasse die Schultern weg von den Ohren und trete hier gerne deine Beine aus. Atme im Wechsel ein und aus. Nimm dir hier, was du brauchst. Wenn du magst, dann darfst du hier gerne dein Kinn Richtung Brustbein schieben, um eine intensive Dehnung entlang der Wirbelsäule zu spüren. Hebe bei deiner nächsten Einatmung dein linkes Bein lang Richtung Decke an. Linkes Bein beugen, die Ferse Richtung Gesäß schieben, Hüfte öffnen, gefühlt das linke Knie Richtung Decke zeigen lassen. Wir wollen hier gleich große Kreise mit dem linken Bein drehen. Das heißt, das linke Bein zur Seite, zur Mitte und nach oben kreisen lassen. Noch einmal zur Seite, zur Mitte und nach oben. Und ein letztes Mal zur Seite, zur Mitte und nach oben. Wir wollen gleich die Richtung wechseln, das heißt, wir wollen gleich nach unten zur Seite und nach oben kreisen. Und nach unten, also zur Mitte, zur Seite und nach oben. Noch einmal zur Mitte, seitlich und nach oben kreisen lassen und ein letztes Mal noch einmal die Hüfte öffnen, das linke Bein lang Richtung Decke anheben, ausatmen, Knie zur Brust und dein linkes Bein nach vorne zwischen die Hände. Lege dein rechtes Knie auf der Matte ab für den tiefen Ausfallschritt und bleibe hier gerne mit deinen Händen, mit deinen Fingerspitzen auf der Matte. Oder arbeite hier mit einem Block, solltest du die Matte nicht erreichen. Oder lege deine Hände auf deinem linken Oberschenkel ab, dann kannst du dich hier aufrichten, wenn du magst. Und wir dehnen hier die rechte Hüfte. Schau, dass du mit deinem linken Knie über dem linken Fußknöchel bleibst, sodass du hier im rechten Winkel bist. Und wir wollen gleich in den halben Spagat. Das heißt, strecke ganz vorsichtig und langsam dein vorderes Bein aus, so weit wie du kannst. Lasse hier gerne das vordere Bein leicht gebeugt und ziehe die linken Zehen zu dir ran. Also flexe den linken Fuß. Bleibe hier gerne oben aufrecht mit einem geraden Rücken
oder sinke tief über das linke Bein, um hier eine intensivere Dehnung zu spüren. Und versuche bei jeder Ausatmung immer etwas tiefer zu sinken und hier die Beinrückseite etwas mehr zu dehnen. Und versuche hier mit der rechten Hüfte nicht nach hinten auszuweichen, sondern frontal zu bleiben. Und ausatmen, linkes Bein beugen, kehre zurück in den tiefen Ausfallschritt. Hier kurz bleiben, bevor du die linke Hand nach innen nimmst, um dann das linke Bein nach hinten zu ziehen für den Vierfüßlerstand. Positioniere dich hier hüftbreit, lasse deine Hüfte über den Knien, während du mit deinen Armen nach vorne läufst und deinen Oberkörper Richtung Matte sinken lässt. Lege deine Stirn auf der Matte ab und du darfst dir gerne mit den Fingerspitzen aktiv bleiben oder die Hand komplett ablegen. Wenn du mehr magst, dann gerne dein Kinn auf der Matte ablegen und deine Brust natürlich auch komplett auf der Matte ablegen. Nimm deine Arme gerne etwas weiter und es sollte hier eine angenehme Dehnung sein, ein schöner Schulter- und Oberkörperöffner. Tief ein- und ausatmen, bevor du hier ganz langsam die Stirn ablegst, zurückkehrst in den Vierfüßlerstand. Strecke dein linkes Bein lang nach hinten aus. Wir wollen hier gleich die Hüftinnenseite dehnen und öffnen. Und dafür darfst du dein linkes Knie zum linken Ellbogen oder sogar zur linken Schulter gefühlt bringen und hier bleiben. Nicht lange. Einatmen. Und ausatmen. Das linke Bein lang nach hinten ausstrecken und den linken Fuß auf die rechte Ferse legen, die rechten Zehen aufstellen, das rechte Knie anheben, dich zurückschieben in den herabschauenden Hund und gleichzeitig mit dem linken Fuß die rechte Ferse weiter zur Matte schieben. Du kannst hier deine rechte Ferse mit dem linken Fuß wie ein Flipflop greifen. Mach dich ganz lang. Die rechte Ferse muss die Matte nicht berühren, also mach dir hier keine Gedanken. Schiebe einfach nur die Ferse so weit Richtung Matte, wie du kannst, wie du magst, wie es sich für dich gut anfühlt und bringe dann das linke Bein zum rechten. Einatmen, hebe das rechte Bein lang Richtung Decke an. Ausatmen, rechtes Bein beugen, die rechte Ferse Richtung Gesäß schieben und gefühlt das Knie Richtung Decke zeigen lassen. Mach dich lang. Und auch hier wollen wir die Hüfte mobilisieren und Kreise ziehen. Das heißt, auch hier darfst du das rechte Bein zur Seite, nach unten und nach oben kreisen lassen. Noch einmal zur Seite, zur Mitte und nach oben. Und ein letztes Mal zur Seite, zur Mitte und nach oben. Wir wollen die Richtung wechseln. Das heißt, diesmal wollen wir nach unten, zur Seite und nach oben. Noch zweimal nach unten, zur Seite und nach oben. Ein letztes Mal nach unten, zur Seite und nach oben. Das rechte Bein lang ausstrecken, ausatmend das rechte Knie zur Brust und nach vorne zwischen die Hände. Lege dein linkes Knie ab für den tiefen Ausfallschritt mit rechts diesmal. Schau, dass sich dein rechtes Knie über deinem rechten Fußgelenk befindet. Hier bleiben. Gerne darfst du deine Hände auf den rechten Oberschenkel legen, wenn du magst. Und auch hier wollen wir gleich in den halben Spagat.
Und für den halben Spagat ganz langsam das rechte Bein ausstrecken, soweit du kannst. Auch hier darfst du gerne mit Blöcken arbeiten. Bleibe hier lang und gerade im Rücken. Oder wenn du eine intensivere Dehnung magst, dann sinke hier tief über das rechte Bein. Die rechten Zehen sind geflext. Ich suche mit jeder Ausatmung immer tiefer zu sinken. Noch einmal tief ein- und ausatmen. Ganz langsam aufrichten, ausatmend das rechte Bein beugen, tiefer Ausfallschritt und bringe dann deinen rechten Arm, deine rechte Hand zur Mitte, also neben die linke Hand und dann das rechte Bein zurück für den Vierfüßler. Wir wollen hier erneut in unseren Schulter- und Herzöffner Anahatasana. Das heißt, du weißt, was kommt, lasse deine Hüfte über den Knien. Positioniere dich hüftbreit und wandere mit deinen Armen weit nach vorne. Lege die Stirn ab und sinke tief mit dem Oberkörper Richtung Matte. Zieh dich ganz lang. Lege gern dein Kinn auf der Matte ab, wenn du das magst. Und ich habe hier für dich noch eine fortgeschrittene Variante. Das heißt, stelle deine Zehen auf und hebe beide Knie von der Matte an. Wenn du hier in die volle Variante magst, das ist wirklich für sehr Fortgeschrittene, also such dir hier einfach deine Dehnung aus. Dann darfst du ganz langsam die Stirn wieder auf der Matte ablegen, dich langsam zurückschieben und aufrichten in den Vierfüßlerstand. Strecke dein rechtes Bein lang nach hinten aus. Du weißt, was kommt. Wir wollen die Innenseite der rechten Hüfte diesmal dehnen. Das heißt, bringe dein rechtes Knie zum rechten Ellbogen oder sogar gefühlt zur rechten Schulter nach oben. Zieh hier dein Bein schön seitlich hoch. Einatmen. Und ausatmen, rechtes Bein lang nach hinten ausstrecken und diesmal die rechten Zehen auf die linke Ferse, die linken Zehen aufstellen. Wie ein Flipflop kannst du hier deine linke Ferse greifen, dein linkes Knie anheben und dich zurückschieben in den herabschauenden Hund. Die linke Ferse noch etwas näher Richtung Matte schieben und ziehen mit deinem rechten Fuß. Mach dir hier keine Gedanken, die Ferse muss die Matte nicht berühren, einfach nur so weit, wie es sich für dich angenehm anfühlt. Spür die intensive Dehnung und bringe dein rechtes Bein zurück neben das linke. Mach dich lang, einmal hier tief ein- und ausatmen in deinem herabschauenden Hund. Einatmen, linkes Bein Richtung Decke anheben. Und ausatmen, bringe deinen linken Fuß neben die linke Hand weit nach außen an die Außenkante deiner Matte und lege dein rechtes Knie auf der Matte ab. Bleibe hier in deiner Eidechse einfach aufrecht und genieße hier deine Dehnung. Oder wenn du mehr magst, dann darfst du mit mir die linke Hand auf den linken Oberschenkel legen und auf die Außenkante deines linken Fußes rollen und dein linkes Bein weiter aufdrehen, hier die Hüfte weiter öffnen. Du magst, dass du deinen Oberkörper nach hinten drehen. Hier tief ein- und ausatmen. Und wenn du magst, zeige ich dir auch hier wieder eine sehr fortgeschrittene Variante. Und für die fortgeschrittene Variante darfst du dein hinteres Bein beugen, mit der rechten Hand deinen linken Fuß greifen, dich hier nach hinten drehen. Dann haben wir hier noch eine zusätzliche Dehnung des rechten Oberschenkels und der Hüfte. Und zurückkehren, die linke Hand zurück zur Matte. Und dann wollen wir in unsere Taube und dafür darfst du dein linkes Bein ablegen. Dein linkes Knie ist an deinem linken Handgelenk.
Richte dich auf, bleibe hier aufrecht sitzen oder sinke mit mir hier tief und lege dich über das linke Bein. Sollte deine linke Hüfte die Matte nicht erreichen, dann darfst du hier gerne auch wieder mit einer Unterlage arbeiten, mit einem Block oder einem Kissen und das hier unter die linke Seite positionieren, sodass du frontal bleiben kannst mit deiner Hüfte. Und deine Stirn darfst du gerne auf deinen Händen ablegen oder auch hier wieder mit einer Unterlage arbeiten. Und achte hier darauf, dass du keine Schmerzen im Knie hast. Sei hier ganz achtsam. Und dann darfst du dich ganz langsam wieder aufrichten. Die hinteren Zehen aufstellen und dich langsam zurückschieben in den herabschauenden Hund. Strecke noch einmal dein linkes Bein lang Richtung Decke aus und bringe dein linkes Bein wieder zurück zum rechten. Einatmen, hebe das rechte Bein lang Richtung Decke an. Bringe deinen rechten Fuß weit nach rechts neben die rechte Hand. Und lege dein linkes Knie auf der Matte ab. Bleibe gerne hier in deiner Eidechse aufrecht. Genieße die Dehnung, die Öffnung. Oder wenn du mehr magst, dann darfst du auch hier wieder mit mir deine rechte Hand auf deinen rechten Oberschenkel legen. Und auf die Außenkante deines rechten Fußes rollen und dein rechtes Bein sanft von dir wegdrücken, dich nach hinten drehen, wenn du magst, und hier die Hüfte nach außen öffnen. Und wenn du mehr magst, dann greife mit deiner rechten Hand deinen linken Fuß, dreh dich nach hinten auf. Such dir deine Variante aus, aber vergiss hier nicht tief ein- und auszuatmen. Da kannst du immer schauen, wenn du ruhig und tief atmen kannst, dann bist du nicht zu tief in der Dehnung drin. Wenn du zu tief in der Dehnung drin bist und schwer atmest, dann musst du immer einen Schritt zurückgehen. Auch hier wollen wir in unsere Taube, das heißt, bringe dein rechtes Bein angewinkelt zur Matte. Rechtes Knie ist am rechten Handgelenk. Bleibe hier aufrecht, wenn du magst, oder sinke tief, lege dich über dein rechtes Bein und die Stirn darfst du auf deinen Händen auf eine Unterlage ablegen. Und wenn du auch hier wieder mit der rechten Hüfte nicht zur Matte kommst, dann auch hier mit einer Unterlage auf der rechten Seite arbeiten. Genieße hier die Dehnung deiner rechten Hüfte. Auch hier wieder ruhig atmen. Ganz langsam wieder aufrichten, hier kurz bleiben, lass dir Zeit. Stelle die linken Zehen auf, strecke dein rechtes Bein noch einmal lang Richtung Decke aus, gerne hier deinen Fuß kreisen lassen, mit deinem Bein vielleicht etwas wippen, wieder das Blut zirkulieren lassen und dann das rechte Bein wieder zurück zum linken. Einmal tief ein- und ausatmen im herabschauenden Hund. Und hier ganz sanft die Knie auf der Matte ablegen. Setze dich einmal zwischen deine Füße, also zwischen die Beine ab, sodass sich deine Füße rechts und links neben dir befinden. Bleibe hier aufrecht sitzen, wenn sich das für dich angenehm anfühlt. Sollte es sich unangenehm in den Knien anfühlen, dann siehst du hier oben rechts eine halbe Variante, wo du nur ein Bein gebeugt hast. Und wenn du mehr magst, dann darfst du hier auf die Unterarme und deine Füße greifen, hier bleiben. Und wenn du noch mehr magst, dann darfst du deinen Oberkörper komplett auf der Matte ablegen, deine Arme über Kopf ausstrecken, hier vielleicht deine Arme über Kopf greifen. Und wir befinden uns jetzt
In dem schlafenden Diamanten nennt sich diese Pose. Wir dehnen hier nicht nur die Oberschenkel, sondern öffnen auch den Oberkörper und sind hier in einer ganz leichten Rückbeuge. Und du darfst jetzt, solltest du in der halben Variante sein, die Seiten wechseln und die andere Seite, also dein anderes Bein beugen. Gerne darfst du hier deine Augen schließen. Tief ein, ausatmen. Und dann darfst du ganz sanft deine Hände wieder zu den Füßen bringen, auf die Unterarme gehen, dich hier langsam wieder aufrichten, dich wieder hinsetzen und über vorne dann aufrichten, um dann dich auf die Matte wieder abzusetzen und die Beine nach vorne bringen. Zieh die Arme lang nach vorne, lege ganz sanft und langsam deinen Rücken auf der Matte ab. Wir wollen hier noch in eine abschließende Drehhaltung. Lege dafür dein linkes Bein lang auf der Matte ab, positioniere deine Hüfte etwas mittiger und lege dann dein rechtes Bein angewinkelt zur linken Seite ab. Gerne darfst du die linke Hand auf dem rechten Bein lassen und die rechte Hand nach hinten ausstrecken neben dir. Und nach rechts schauen zur rechten Hand. Versuche hier die rechte Schulter tief sinken zu lassen, dich hier schön einzudrehen. Und versuche hier trotzdem tiefe Atemzüge zu nehmen, obwohl wir in einer Drehhaltung sind und das manchmal gar nicht so einfach ist. Nun darfst du hier ganz langsam entspannen. Und dann ganz, ganz langsam zurückkehren auf den Rücken zur Mitte, um die Seiten zu wechseln. Strecke dann diesmal dein rechtes Bein lang aus, das linke Bein wird angewinkelt. Positioniere dich wieder etwas mittiger, bringe dein linkes Bein angewinkelt zur rechten Seite, strecke deinen linken Arm nach hinten aus, die rechte Hand darf gerne auf dem linken Oberschenkel bleiben, die Augen sind geschlossen. Dreh dich hier schön ein, bringe deine linke Schulter vielleicht etwas näher zur Matte. Ganz langsam entspannen, runterfahren. Dann darfst du dich wieder zurückdrehen und dich auf deinem Rücken ablegen. Wir wollen noch in die Happy Baby Pose. Dafür darfst du deine großen Zehen greifen oder von außen deine Füße. Dich hier gerne nach rechts und nach links wiegen, den unteren Rücken, den Rücken ausmassieren. Das heißt, lasse den unteren Rücken auf der Matte. Zieh die Beine sanft zu dir. Und dann ganz sanft die Finger von den Füßen lösen. Noch einmal deine Schienbeine umarmen, deine Knie zu dir ranziehen. Die Beine aufstellen und ganz langsam lang ausstrecken. Die Füße locker auseinanderfallen lassen. Deine Arme neben deinem Körper ablegen, die Handflächen zeigen Richtung Decke. Die Augen sind geschlossen und wir wollen hier noch in ein kurzes Shavasana. Aber du darfst hier gerne natürlich so lange bleiben, wie du magst. Dich hier ganz langsam entspannen.
Versuche hier in jeden Muskel hineinzuspüren. Wenn du magst, darfst du deine Hände auf deinen Bauch legen, ganz tief ein- und ausatmen. Und dann die Beine schließen, deine Arme über Kopf lang ausstrecken, als würdest du gerade frisch aufwachen. Dich auf eine Seite ablegen, wenn du nicht noch weiter im Shavasana liegen bleiben magst. Auch seitlich noch einmal kurz liegen bleiben, bevor du dich ganz sanft aufrichtest, dich in den Schneidersitz setzt. Auch hier aufrichten, die Schultern nach hinten kreisen lassen, die Hände auf den Oberschenkeln ablegen. Dir hier ein paar Augenblicke nehmen, um wieder anzukommen, zurückzukehren. Und dann darfst du mit mir einatmend die Arme über die Seite nach oben ziehen, dich ganz lang machen und ausatmen, die Hände vors Herz. Ich bedanke mich bei dir, dass du deine Praxis mit mir geteilt hast. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Von meinem Herzen zu deinem Namaste.